Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe einige neue Naturkosmetikprodukte, die ich euch gerne zeigen wollte, und wir starten mal mit denen von CD. CD habe ich ja schon oft erwähnt, weil ich mir von CD zum Beispiel immer den Deo-Roller Wasserlilie nachkaufe, mittlerweile schon seit Jahren. Es gibt nichts besseres, der hält unglaublich gut, er riecht angenehm. Ich möchte nichts anderes mehr benutzen, ist auch aluminiumfrei. Und dann hatte ich euch vor nicht allzu langer Zeit diese neuen Bäder von CD gezeigt. Das waren 3 Stück. Das Energiebad, das Vitalbad und wie hieß das andere? Also es gab 3 verschiedene und wir benutzen wirklich nichts anderes mehr. Also das ist so das finden wir alle toll, und wenn wir einmal verliebt in Produkte sind, dann werden die auch nachgekauft. Da wird nichts Neues, anderes mehr ausprobiert. Die sind, wie gesagt, ohne Tierversuche, die sind vegan und natürlich sind die auch ohne Mineralöle, Silikone, Parabene, Farbstoffe und tierische Inhaltsstoffe. Und deswegen habe ich auch kein Problem damit, wenn die als Badezusatz im Badewasser sind, wenn Vince mit uns badet. Und man hat halt immer die Wahl, je nachdem, wie es einem halt geht. Ob man ein Bad zur Entspannung möchte, ob man eins möchte, um... ja, wenn man vielleicht schlechte Laune hat, um bessere Laune zu bekommen. Dafür ist nämlich dieses Energiebad sehr, sehr schön. Und dann gibt es halt noch dieses, wie heißt denn das, heimische Wälder. Und das benutzen wir ganz gern, wenn wir so ein bisschen kränklich sind. Und ja, deswegen haben wir die 3 da. Und je nach Lust und Laune wird halt eins der 3 benutzt. Ich hätte nie gedacht, dass die wirklich so ergiebig sind. Also es reicht wirklich ein kleiner Schluck. Und man hat eine unglaublich schöne Schaumproduktion. Also ich mag es ja sehr, sehr gerne, wenn viel Schaum in der Wanne ist. Vince findet es auch ganz toll, den Schaum dann zu nehmen und auf meinen riesigen Babybauch zu legen. Und ja, deswegen, wir sind von vorne bis hinten davon überzeugt. Hier steht auch langanhaltender Schaum, pH-hautneutral, für empfindliche Haut geeignet, was ich ja habe. Und deswegen wird bei uns nichts anderes mehr gekauft. Nur noch diese 3, die haben wir immer da, damit wir dann einfach nach Lust und Laune entscheiden können, was wir nehmen wollen. Die haben auch alle 3 einen sehr, sehr angenehmen Duft. Der ist nicht zu intensiv, aber er bleibt auch so ein bisschen im Badezimmer dann nachher noch hängen. Und ich finde die einfach richtig, richtig toll. Dann hier mal eine Duschschorle von CD. Und zwar ist das Rhabarber. Fand ich richtig interessant. Das ist auch mein erstes Duschgel von CD. Und es riecht wirklich nach Rhabarber, so schön süßlich und richtig, richtig gut. Ich bin gespannt, wie langanhaltend der Geruch ist, aber ich mag es sehr, 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 sehr gerne. Genau, ist ein mildes Duschgel, spendet Feuchtigkeit und belebende Frische. Und auch hier natürlich wieder Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt, pH-hautneutral, für empfindliche Haut geeignet und fruchtig frischer Duft. Weil ich habe ja wirklich sehr, sehr, sehr empfindliche Haut und... deswegen ja auch mein Spleen mit der Naturkosmetik, dass ich eigentlich nichts anderes mehr benutze. Dann habe ich ja schon erzählt, dass ich Wasserlilie, den Deo-Roller, wirklich seit Jahren benutze und auch nur noch den kaufe. Jetzt habe ich mal noch was anderes, und zwar ist das jetzt hier große Freiheit, auch wieder ohne Aluminiumsalze. Frische Brise. Ja, riecht frisch, angenehm, nicht zu intensiv. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Dann diesen Zerstäuber hier. Und zwar ist das Glücksgefühl Orangenblüten. Den habe ich schon bei meiner Schwiegermama gesehen. Die hat sich auch die CD-Produkte angesehen, weil ich sie ihr empfohlen hatte, weil sie halt was gesucht hat, was ohne Aluminiumsalze ist und dennoch geruchsneutralisierend ist und gegen das Schwitzen. Und da hatte sie sich auch das gekauft. Ich kenne es jetzt noch gar nicht. Sorgt für einen stimulierenden Energiekick und einen gut gelaunten Start in den Tag. Genau. Und das ist halt zum Pumpen, halt ein Spray, kein Deo-Roller. Und dann habe ich so eine Reisegröße, finde ich richtig cool. Ein Deo-Roller, das ist halt wieder Wasserlilie. Aber der kommt so daher und so klein. Finde ich unglaublich praktisch für die Handtasche oder wenn man, wie gesagt, in Urlaub fährt. Weil das andere ist natürlich so groß, das geht auch noch von der Größe, aber wenn man so ein kleines haben kann, ist das super, super gut, finde ich. Dann kennt ja wahrscheinlich mittlerweile jeder Micellen. Gesichtswasser gibt es ja von allen möglichen Marken. Also es gibt Gesichtswasser und auch schon Mizellenreinigungstücher. Ich habe die noch gar nicht ausgetestet, weil es sie halt noch nicht von meinen Naturkosmetikmarken gab. Jetzt gibt es von CD mildes Mizellen-Gesichtswasser, pflanzliches Hyaluron, pH-neutral und ohne Alkohol. Da bin ich schon sehr gespannt, weil alle hypen ja diese Mizellen und jetzt bin ich mal gespannt, was die können. Und zwar hier auch wieder Wasserlilie übrigens. Weiches Mizellenwasser angereichert mit Wasserlilienextrakt und pflanzlichem Hyaluron, befeuchtet die Haut und reinigt besonders mild, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Ein starker Feuchtigkeitsspender der Natur, unterstützt die hauteigene Feuchtigkeitsbarriere und trocknet sie damit nicht aus. Ich habe nämlich oft das Problem, wenn ich meine Haut abends reinige, dass sie dann sehr, sehr trocken ist und ich dann noch eine Creme auftragen muss, was mir eigentlich gar nicht so gefällt, weil ich lieber nur einmal am Tag eine Feuchtigkeitscreme benutze, um einfach diesen natürlichen Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu erhalten. Die Haut ist perfekt geklärt und beruhigt für ein gepflegtes und geschmeidiges Hautgefühl. Also bin ich schon sehr gespannt, das auszuprobieren. Und dann noch eine Gesichtspflege. Und zwar ist das eine ganz normale, parabenfreie Feuchtigkeitscreme, auch wieder Wasserlilie. Und wir können mal... Es riecht auch sehr, sehr angenehm und das ist auch eine schöne Reisegröße, finde ich. Ist nicht zu groß. Kann man auch schön mit unterwegs mitnehmen. Genau, das waren die Produkte erstmal von CD. Dann habe ich noch zwei Sachen von Fair Squared zugeschickt bekommen. Die Marke kannte ich vorher noch gar nicht. Ich versuche euch alles in der Infobox zu verlinken. Und ich habe jetzt die zwei Produkte zum Testen. Das ist ein Duschgel Vanille. Ich mag Vanille nur bedingt. Früher war ich so ein extremer Vanille-Junkie. Also Vanillekerzen und Vanille-Deos und alles Vanille. Mittlerweile hat es ein bisschen abgenommen, weil es mir zu süßlich wurde. Ich bin jetzt sehr auf das hier gespannt. Ist für trockene und normale Haut. Und wie gesagt, ich kenne die Marke noch gar nicht. Und bin jetzt gespannt, wie das sein wird. Enthält natürliche, vegane und fair gehandelte Inhaltsstoffe. Durch faire Handelsbedingungen können Kleinbauern und Arbeiter in den Anbauländern in eine nachhaltige Zukunft investieren. So, also das habe ich zum Testen mit Pumpspender. Finde ich auch sehr interessant. Und dann hier noch diese Shea Body Butter. Ich habe bisher noch keine Bodybutter gefunden, mit der ich zufrieden war. Ich hatte schon so einige und ich mag die Konsistenz zum einen nicht so sehr, weil sie doch schon ein bisschen dicker ist. Und die ich bisher ausprobiert habe, die haben meine Haut eher ausgetrocknet und sie war dann, dass sie gejuckt hat, anstatt sie zu pflegen. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie das mit der hier laufen wird. Rich and Luxurious for a Silky Smoothie Skin. Silky Smooth Skin. Ja, ich bin gespannt, ob es auch wirklich so ist. Schön mit Deckel, was ich auch sehr, sehr schön finde. Und sie riecht sehr, sehr angenehm, sehr, sehr leicht. Hat so ein bisschen was Zitroniges, finde ich. Und ist jetzt gar nicht so dick, wie ich das von anderen Bodybuttern kenne. Sehr angenehm. Hat so einen leicht zitronigen Geruch. Also ja, da freue ich mich auch schon drauf, halt diese Marke mal für mich auszutesten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!